Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, hallo, herzlich willkommen. Darf ich begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem DFB-Pokalspiel am Sonntag um 15.30 Uhr. Zum dritten Mal in Folge geht es gegen den VfB Stuttgart, diesmal wieder als Erstligist. Wir freuen uns auf die Partie, schon allein deshalb, weil wir das politische grüne Licht bekommen haben, dass auch Zuschauer mit dabei sein können. 7.500 Zuschauer sind zugelassen für diese Partie. Und zu allen sportlichen Fragen, die ihr habt, haben wir natürlich wieder die Experten hier. Heute unseren Kapitän Markus Kolke und unseren Cheftrainer Jens Hertel. Und mit Jens fangen wir an. Jens, ja, wie sieht es denn sportlich aus? Wie laufen die Vorbereitungen auf diese Partie? Ja, grundsätzlich gut. Also wir sind am Dienstag in die Trainingswoche gestartet, haben sehr intensiv trainiert, werden das natürlich jetzt die nächsten 2 Tage von der Belastung her ein Stück weit runterfahren, aber schon noch ein paar Inhalte platzieren, um dann gewappnet zu sein für ein schönes Spiel, was wir hier erleben wollen. Wie sieht es personell aus? Gibt es Ausfälle, Wackelkandidaten? Ja, Max Reinthaler wird definitiv nicht zur Verfügung stehen. Der laboriert ja noch an seinem Muskelfaserriss, ist aber auch auf dem Weg der Besserung. Ist jetzt immer schon auf dem Alter-G gelaufen und denke ich mal, dass er vielleicht irgendwo in der nächsten Woche mit anfangen kann. Niko Mladic macht erste Geschichten mit der Mannschaft mit, ohne jetzt da schon zu 100% da zu sein. Das ist erstmal von Vorteil. Oliver Detlo ist eingestiegen, Gianluca Schulz ist eingestiegen. Also ansonsten sind alle im Training. Also von der Seite können wir eigentlich fast aus dem Vollen schöpfen. Perfekt. Gut, dann kann es weitergehen mit euren Fragen. Da wird es mit Sicherheit die eine oder andere geben. Den Anfang macht Christian Lüsch von der Ostsee-Zeitung. In der Vergangenheit war es so, dass die Drittligisten eher in die Vorbereitung gestartet sind und eigentlich einen kleinen Wettbewerbsvorteil haben, weil DFB-Pokal Saisonbeginn war. Ist der Wettbewerbsvorteil aus Ihrer Sicht weg oder war es aber in der Vergangenheit nicht so wichtig? Nee, es war ja letztes Jahr, hat ja Stuttgart auch schon Spiele gehabt in der zweiten Liga. Ich glaube, die hatten 2 schon gegen Hannover und gegen Heidenheim. Die waren also genauso im Rhythmus und ich denke, dass wir hier trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht haben, was wir am Ende 1-0 verloren haben, aber wo deutlich mehr drin gewesen wäre, wenn man nicht mit dem Standard, sag ich mal, so ein bisschen ärgerlich da dieses 0-1 kassiert haben, was wir dann nicht aufholen konnten im Laufe des Spiels. Jan Detjugait, NDR1 Radio MV. Im Gegensatz zu den Stuttgartern haben Sie zumindest ja schon 2 Pflichtspiele gehabt in dieser Saison. Bringt Ihnen das irgendwas? Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja natürlich schon nochmal eine Anspannung. Du musst performen. Es gibt ja dann auch im Pokal jetzt nicht irgendwo die Möglichkeit, das noch mit anderen Spielen zu korrigieren. Also wir waren der klare Favorit und dem haben wir standgehalten, ohne dass es jetzt brillant gewesen wäre. Aber das war absolut in Ordnung. Und das ist vielleicht ein Mini-Vorteil, dass wir eben schon mal alle auf Spannung und auf Zug waren. Sven Krieser, Antenne MV. Herr, gab es denn die Möglichkeit, die Stuttgarter in den Corona-Zeiten dann auch intensiv und gut zu beobachten? Ja, live nicht, aber wir haben genügend Videomaterial von Ihnen, um dann uns ein Bild zu machen, obwohl das immer ein bisschen schwierig ist. Sie haben ja eine gute Vorbereitung gespielt, Sie haben 5 Spiele gemacht, 4 gewonnen, also auch gegen gute Mannschaften, gegen Sandhausen, glaube ich, 6-1, gegen Hamburg 2-0, gegen Bielefeld 2-0, jetzt gegen Straßburg 4-2 und die haben nur gegen Liverpool verloren. Kann man, glaube ich, mal verlieren gegen amtierenden Premier League-Sieger. Also sie kommen halt auch mit viel, viel Selbstvertrauen rein, aber es war halt auch nicht immer alles Gold, was bei ihnen dann geglänzt hat. So gibt auch Möglichkeiten, die wir dann halt natürlich an dem Tag, sprich am Sonntag, dann eben finden müssen. Es gibt dann halt auch da Lücken und Möglichkeiten, ihnen hin und wieder auch weh zu tun. Jan. Wie schwer ist es für Ihre Mannschaft, von der Rolle des klaren Favoriten, wie zuletzt im Landespokal, umzuzwitschen auf die Rolle des krassen Außenseiters? Naja, so ganz so schwer ist es nicht. Wir haben ja in der Vorbereitung auch Spiele gehabt gegen gute Zweitligamannschaften, beziehungsweise HSV und Kiel, Braunschweig als Aufsteiger. Und da haben wir schon gesehen, also Stuttgart wird sicherlich nochmal ein anderes Niveau haben. Aber da waren wir ja auch so ein bisschen in der Rolle des Außenseiters und haben das, ja, auch ordentlich gemacht.
Dann haben wir ja die Kollegin Reinhold von der Ostseewelle mit einer Frage. Also die ist sehr, sehr groß. Wir haben jetzt schon gesagt, es ist knapp über ein halbes Jahr her, 10. März, hier unser letztes Spiel gegen Braunschweig. Ja, mit dem tollen Ergebnis für uns, mit dem tollen Fußballspiel, unserem besten Spiel in der abgelaufenen Saison. Und jetzt freuen wir uns, dass jetzt endlich nach einem halben Jahr wieder Zuschauer da sind, weil die haben uns dann schon gefehlt. Also wenn man gesehen hat, was an dem Tag eben dann los war, Montagabend, Flutlicht, das war eine ganz tolle Atmosphäre. Dann, davon haben wir eine ganze Zeit gezerrt, wo wir halt im Lockdown waren. Und jetzt sind wir froh, dass die Situation hier in MacPom so ist, wie sie ist, und wir eben vor Zuschauern spielen können. Adrian Wittwer von der Bild-Zeitung. Natürlich Hansa gegen höherklassige Mannschaften zuletzt, was die Offensive angeht, ein bisschen schwer getan. Welche Rolle könnten denn dann die Standards spielen? Stichwort in Braunschweig, da hat es geklappt. Ist das vielleicht so ein bisschen der Ansatz für das Stuttgart-Spiel? Ja, das ist ja immer ein Ansatz. Das ist auch für uns ja auch ein Ansatz, wenn wir halt gegen eine unterklassige Mannschaft spielen, weil das ist dann eine Möglichkeit, wo halt auch eine unterklassige Mannschaft, wenn sie es gut spielt, auch einer höherklassigen Mannschaft relativ einfach wehtun kann. Und das nimmt dann schon eine große Rolle ein. Also es wäre schon gut, wenn wir gute Standards spielen, wenn wir auch viele Standards haben, um dann überhaupt die Möglichkeit zu haben, ein Tor zu machen. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema, weil da geht immer irgendwas. Und da sollten wir schon auch gut vorbereitet sein und wach sein. Wir haben schon sehr, sehr viel auch investiert jetzt, weil das so ein Punkt war, wo wir halt nicht zufrieden waren in der abgelaufenen Saison. Und ich hoffe, der trägt jetzt bald Früchte. Am besten schon am Sonntag. Jan. Ist das eine Option, von Minute 1 an voll auf Sieg zu spielen? Oder ist das gute alte Motto bei Klein gegen Groß, möglichst lange die Null halten, dann doch die bessere Option? Ja, wenn du so eine Mannschaft dann eliminieren willst, dann musst du schon auch nach vorn spielen. Also wenn du, und das haben wir ja im letzten Jahr gesehen. Ich denke, dass wir da eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. 3, 4 richtig gute Möglichkeiten hatten, hier ein Tor zu machen. Und die musst du dann halt nutzen. Und die wird es hoffentlich auch am Sonntag geben. Wir haben wenig zugelassen. Also wie gesagt, der Standard, der war ärgerlich. Dann haben sie noch in der zweiten Halbzeit 2, 3 Situationen gehabt, wo sie hätten ein Tor machen können. Aber wir hatten genauso viele Situationen. Aber gut, das ist ein Jahr her, das ist jetzt eine andere Mannschaft. Sie sind jetzt Erstligist, sie haben eine schwierige Saison hinten raus, dann sehr stabil und erfolgreich gestaltet. Und die werden schon hierher kommen und wissen, dass sie auch ans Limit gehen müssen, wenn sie eine Runde weiterkommen wollen. Adrian. Spiel vom letzten Jahr ansprechen, so der Unterschied in der Aufstellung jetzt bei Hansa ist ja in erster Linie das Mittelfeld. Was macht es denn aus Ihrer Sicht am Sonntag besser oder erhöht die Chancen, wenn Sie sich das Mittelfeld im Vergleich zum vorigen Jahr anschauen? Ja, das war ja, natürlich war das jetzt eine Aufstellung, die haben wir dann, glaube ich, so nicht nochmal gespielt in der Saison. Also ich meine, Ali hatte dann links gespielt auf einer Position, wo er eigentlich nicht zu Hause ist, Tanju und Jonas Hildebrand im Zentrum. Ja, also es war halt ein anderes Spiel. Wir haben das trotzdem gut gemacht und von der Seite bin ich schon optimistisch, dass wir jetzt auf jeden Fall keine schlechtere Qualität im Kader haben. Aber es kommt dann halt immer darauf an, abzuliefern, wenn es darauf ankommt. Und das ist halt Sonntag 15.30 Uhr, da musst du da sein, da musst du schauen, dass du keine einfachen Fehler machst und selber mutig bist und die Situation zu Ende spielst. Das war ja der Kritikpunkt an dem Kiel-Spiel, wo wir dann halt vom Ansatz her schon Situationen hatten, aber sie halt nie zu Ende gespielt haben oder zu wenig und deswegen bloß ein Tor gemacht haben. Adrian? Wie werden Sie die Mannschaft in der Ansprache versuchen, emotional nochmal zu packen? Erzählen Sie Ihre Erlebnisse mit Magdeburg, als Sie erst rausgeschmissen haben, oder zeigen Sie lieber nochmal die Aufnahmen von vor 2 Jahren, als Stuttgart schon mal besiegt wurde? Wir leben im Hier und Jetzt und sollten uns an den aktuellen Dingen, und wie gesagt, da gab es letztes Jahr schon in dem Spiel viele gute Dinge,
Und vor zwei Jahren natürlich mit dem 2-0 und dann noch mit dem Spiel gegen Nürnberg gibt es schon auch noch ein paar Ansätze, was dann hier eben abgehen kann im Ostseestadion. Sicherlich, da war es ausverkauftes Haus, das kann man dann nicht nochmal vergleichen, auch mit 7500. Es wird ein bisschen eine andere Atmosphäre sein, es wird kein Flutlicht sein. Also diese Atmosphäre, die da hier war, ja, das kann man sich natürlich nur wünschen, aber die Möglichkeit wäre ja dann da, wenn du irgendwo eine Runde weiterkommst, dann ein Flutlichtspiel zu bekommen und dann hier vielleicht auch Ende Dezember ein volles Ostseestadion zu haben. Also das sollte ein Anreiz genug sein, um sie hier eben doch richtig gehend zu ärgern und vielleicht auch eben doch zu schlagen. Aber da brauchen wir nicht jetzt allzu weit in die längere Vergangenheit zu schauen, was dann irgendwo woanders war. Alle Fragen beantwortet erstmal. Dann würde ich sagen, es ist vielleicht logistisch einfacher, wenn ihr tauscht. Ja. Vielen Dank, Jens. Markus. Hallo. Erstmal Glückwunsch zu deiner neuen verantwortungsvollen Aufgabe, wobei ich glaube, medial wird da mehr Aufhebens drum gemacht, als du das selber siehst. Du gibst nach wie vor 100% Gas oder ist es doch schon irgendwie nochmal was anderes jetzt in der Rolle als Kapitän? Ja, wie gesagt, das ist eine riesen Ehre für mich, ja, Kapitän zu sein von Hansa Rostock. Und aber ich versuche genauso weiterzumachen wie vorher und viel ändern sollte sich nicht für mich. Gut, dann gucken wir mal auf Sonntag. Wie groß ist deine Vorfreude? DFB-Pokal, Erstligist, Zuschauer. Super, DFB-Pokal ist immer was Besonderes, ja. Hat immer seinen Anreiz. Jetzt vor allem mit Fans, jetzt 7500 Zuschauer wieder nach einem halben Jahr wieder vor Zuschauern, ist natürlich ja, phänomenal. Die haben einfach gefehlt. Die Vorfreude ist einfach riesig. Du hast ja schon so einiges durch in deiner Karriere. Ist es trotzdem nach wie vor was Besonderes, im DFB-Pokal zu spielen? Ja, das ist so. Ja, das ist ja nicht alltäglich. Das ist so das Zusatzbrot von der normalen Saison mit dem DFB-Pokal und so. Und das macht einfach immer riesig Spaß. Okay, dann legen wir mit euren Fragen los. Sven Krise fängt an, Antenne MV. Vielleicht auch was Besonderes, weil im Spiel Drittligist gegen Erstligist der Torhüter auch aller Wahrscheinlichkeit stärker im Mittelpunkt steht. Ich hoffe, dass ich nicht so viel zu tun kriege, ja. Aber wie gesagt, man kann es ja nicht jetzt vorhersagen, ob man viel zu tun kriegt oder nicht. Werden wir sehen am Sonntagmittag dann. Christian Lüsch. Ja, nochmal eine Frage zur Kapitänswahl. Ist das was, worüber du dir vorher Gedanken gemacht hattest? Hast du das auf dem Zettel gehabt, Mannschaftsrat und dann vielleicht Kapitän zu werden? Oder ich vergleiche es mal mit der Wahl des Klassensprechers. Ist glaube ich, schon was Besonderes oder eher nicht? Also wie gesagt, es ist was Besonderes, aber Gedanken drüber gemacht oder so überhaupt nicht. Erstens hat man in der Vorbereitung nicht so viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, sondern es ist viel Training angesagt, ja. Und zu Hause mit zwei Kindern habe ich auch nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Und deswegen kann ich das verneinen. Jan. Ist denn Ihrer Meinung nach die beste Möglichkeit, die beste Option, einem solchen dem großen Favoriten zu entgegnen? In welcher Taktik? Ja, ich glaube, wir müssen einfach defensiv sehr eklig sein. Dass Stuttgart gar nicht in ihren Flow kommt. Wir wissen, dass sie spielerisch gut sind, ja. Und da müssen wir einfach dagegen halten, dass sie gar keinen Spaß entwickeln, sondern sich immer in jeder Situation denken, oh, jetzt sind die schon wieder da. Ja, und offensiv einfach Nadelstiche setzen. So wie es aussieht, sind alle Fragen beantwortet. Dann herzlichen Dank. Wir machen ja gleich weiter, aber an dieser Stelle natürlich auch nochmal der Verweis auf unsere Homepage www.fc-hansa.de. Dort gibt es alle Informationen zum Spieltag, insbesondere die Hygienetipps. Und wir bitten natürlich alle, dass sie verantwortungsvoll mit diesem Tag und mit dieser Chance, die wir da bekommen haben, umgehen werden, dass sich alle schön an die Regeln halten. Alles nochmal nachzulesen auf unserer Homepage und natürlich dann auch im Stadion ausgeschildert. Vielen Dank.